So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Dann in erster Linie erstmal danke für jetzt fast 2000 Abonnenten. Wir stehen kurz davor. Es fehlen, glaube ich, jetzt noch 50 Stück. Aber ich kann mal kurz meinen Abozähler zeigen. Ihr seht ja, der steht auf 0. Also da gibt es anscheinend öfters Probleme, was das betrifft. Ist natürlich ein bisschen schade, dass ich das nicht einblenden kann. Aber wir sind jetzt bei 1950 oder so. Erstmal danke an die, die jetzt gestern neu dazu kamen. Auch Gruß an alle, die gestern meinen Creator Code neu eingetragen haben. Freut mich auf jeden Fall, dass ich da jetzt noch mal mehr Unterstützer habe. Wie gesagt, ich kann immer wieder nur Danke sagen. Creator Code steht hier unten. Dann gestern die Verlosung ist ja ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aus dem Ruder gelaufen, sage ich mal so. Einer hat versucht zu faken, in Anführungszeichen, hat behauptet, er hätte gewonnen. Und dann hatten wir noch das Problem, dass bei der Verlosung quasi zwei Accounts auf einen Spieler kamen. Grundsätzlich, ich kann es nicht verhindern, dass das gemacht wird. Ich kann es auch nicht kontrollieren. Von daher habe ich den Skin trotzdem verschenkt. Keine Angst, es wird natürlich trotzdem immer noch was kommen. Also macht euch da mal keinen Kopf. Also im Prinzip sage ich halt immer, es hat der Account gewonnen, der in Anführungszeichen in den Chat reingeschrieben hat. Genauso mache ich es und der Account muss den Epic-Namen schreiben. Nicht irgendein anderer Account, sondern der Account, der in dem Moment gezogen wird, damit halt eben diese Fakes nicht mehr passieren. Es war gestern ganz knapp, dass ich nämlich fast den Skin dann an jemand anderen geschickt habe, eben weil der andere dann geschrieben hat, ja, ich bin mit zwei Accounts drin, mein richtiger Account ist der und der. Aber das Problem war, ein anderer hat sich dazwischen gemischt und das Problem war, dadurch hätte ich fast den Skin an den Falschen geschickt. Erstmal Gruß geht da auch raus, war halt nicht ganz so fair, aber ich habe ja gesagt, in einem gewissen Alter macht man noch Fehler, aber ich kann es auch nicht verhindern, wenn sich welche mit drei Accounts einloggen und beim Gewinnspiel teilnehmen. Kann ich nicht verhindern. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Wenn du aber im nächsten Gewinnspiel auch mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen, Glocke aktivieren. Zurzeit machen wir halt wirklich täglich schon Custom Games und hast du nicht gesehen. Wichtig ist halt nur, Freundschaftsanfrage schicken. Nämlich an yt-family-hack, genauso wie der Creator Code ist. Einfach yt-family-hack. Zack. So, dann ihr seht hier den Skin. Ich weiß, viele von euch wollen ihn natürlich auch haben, aber derzeit ist die Bandagenbazooka nicht da. Wann die genau wiederkommt, wir hoffen einfach mal alle, dass sie morgen mit dem Update wieder reinkommt, dass ihr nämlich auch alle den Skin langsam mal bekommen könnt, weil derzeit ist es einfach nicht machbar. Viele schreiben mir auch unten in die Kommentare oder kommen in den Stream rein, wieso geht denn das nicht? Es ist halt einfach, weil die Waffe aus dem Spiel rausgeholt wurde, weil es halt einfach einen Bug gab, wo man sich quasi dauerhaft heilen konnte. Was bedeutet, die Bazooka hat einfach keine Nachladezeit gehabt. Und ihr wisst selber, wenn ihr schnell genug da gegenheilt, könnt ihr eigentlich locker einen Sieg holen, ohne überhaupt irgendwas zu machen. So, jetzt würde ich nur sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Und wir haben zum Beispiel die Farbenbomber dabei. So, jetzt will ich nur noch mal kurz zeigen, warum ihr mir die Freundschaftsanfrage schicken sollt. Wir sehen schon, hätte zum Beispiel Cold Dragon gestern gewonnen oder heute, könnte ich ihm eben noch keinen Skin schenken, sondern erst in 2 Tagen. Aus dem Grund einfach die Freundschaftsanfrage schicken, weil wir müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein, bevor ich überhaupt einen Skin schenken kann. So, jetzt aber mal zum Shop. Fangen wir hier vorne an, ja. So, da haben wir hier einmal den Farbenkanonier mit natürlich passendem Rücken, mit der tollen Tasche. Der Skin ist natürlich sehr beliebt, weil damals war der echt selten, aber inzwischen kam er dann doch schon öfters im Shop vor. Die männliche Variante wird eigentlich nicht so oft gespielt, dafür definitiv use der Skin. Ich denke mal, der Skin ist jedem bekannt, sieht man sehr oft in der Lobby, habe ich das Gefühl. Aber er sieht auch nicht schlecht aus. Gut, Rückenaccessoire passt natürlich jetzt nicht. Das ist nämlich das Problem bei dem Skin. Ihr kriegt kein Rückenaccessoire. Das gibt es nämlich nur bei ihm.
Also er ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Ist, glaube ich, sogar. Ne, jetzt wird schnell. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht, weil ich schon die nächsten Skins kenne. So, was haben wir noch dabei? Hier einmal die Regenbogenwucht. Einmal mit Soundeffekt. Und ist vor allem eine Reaktivspitzhacke. Heißt, ihr seht ja schon diesen Schleier. Also der hat, wenn ihr zuschlagt, kommt eben dieser Schleier noch dazu. Ich sag jetzt mal, ja, wie so Funkenschlag oder so. Aber der Ton ist schon wieder selten. Also die schlechte sind nicht. So, dann noch der Gleiter dazu. Okay, der ist dann doch ein bisschen größer. Ja. Ah, ist natürlich jetzt irgendwie nichts, was ich glaube, gefühlt keiner spielen wird. Weil ganz ehrlich, ich habe ihn noch nicht in der Lobby gesehen, neben mir oder so. So, das haben wir. Dann fangen wir hier mal vorne an. Da haben wir den guten Funky. Deshalb wollte ich erst sagen, das gehört zur Disco dazu. Aber das stimmt ja nicht. Da weiß ich noch, da mussten wir irgendwann mal was im Palettiland machen. So, da haben wir verschiedene Stile, aber. Nämlich einmal mit dem Wuschelkopf und einmal. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Sieht halt ein bisschen aus wie Conchita Wurst, keine Ahnung. Aber halt so fresh, aber ich sag mal so, hier ist wirklich Geschmackssache angesagt. Einen feiern, die anderen nicht so. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich würde ihn, glaube ich, nicht spielen. Aber wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. So, dazu haben wir natürlich noch den weiblichen Skin. Hat aber keine Stile oder so, sondern nur diesen einfachen, aber dafür das Rückenaccessoire, die Bowlingkugel vor allem, die Disco-Kugel. Aber sieht aus wie hinten draufgeklebt. Naja, naja. Da finde ich schon wieder die männliche Variante doch besser als die weibliche. Oder wie seht ihr das? Das Rückenaccessoire, da hätten sie keine Ahnung. Dann lieber ein Mischpult auf dem Rücken gebunden. So, da dabei haben wir dann die Disco-Kugel. Die ist sehr beliebt, das weiß ich. Da kommt nämlich noch ein Ton, wenn ihr zuhaut. Zwar nur ein kurzer, aber immer so. Ah, jetzt hat man es gehört. So, Gleiter haben wir, glaube ich, dazu. Keinen. Nee. So, dann gehen wir hier mal rein. Da haben wir das Schlappohr nämlich wieder drin. Ich weiß, mir gefällt so ein Skin nicht. Aber schlecht ist er natürlich trotzdem nicht. Dann noch, das Preisschild dran. Ja, im Ohr. So, da natürlich der passende Rücken dazu. Ja, den Skin hatten wir aber, glaube ich, jetzt auch schon des Öfteren mal drin. So, dann haben wir hier den Knorrer dazu. Der gefällt mir wiederum wieder ein bisschen besser. Auch der Rücken gefällt mir da auch wieder ein bisschen besser. Aber hat mir halt, wie gesagt, jetzt auch schon ein paar Mal drin. Von daher ist es schon fast nichts Besonderes mehr. Aber ich sehe den auch kaum in der Lobby. Also, wir haben sowieso ein paar Skins, die so gut wie nie auftauchen. So, dann haben wir einer meiner Favorite-Lackierungen, nämlich Magma. Magma sieht einfach nice aus. Ist so ein bisschen an COD gerichtet, aber sieht einfach nice aus. Kurz gucken, nur auf dem Boot sieht es, glaube ich, nicht. Nee. Also, im Boot gefällt mir die Tarnung nicht, weil es einfach zu viel Feuer ist da vorne. Aber so ist sie schon nice. So, dann haben wir noch den Straßenstürmer. So Skins gefallen mir wieder. Die sind nice. Einfach schlicht, einfach. So wie die Leute auf der Straße rumrennen könnten. Gut, die Jacke hat jetzt gerade nicht jeder an, aber der sieht echt nicht mehr schlecht aus. So, dann haben wir Pizza Party wieder drin. Na, ja, dann erstmal durch die Maske. Aber geht. So, dann haben wir Zusammenreißer. Ah ja. Ah ja.
Den hätte ich gestern gebrauchen können. Da musste ich mich nämlich zusammenreißen. So, dann haben wir wieder das Wort, was ich nicht aussprechen kann. Extraterrestrial. Aber die Musik kennen wir schon. Gibt es ja jetzt auch zu, gab es zu kaufen im Shop. Aber trotzdem nice. So, dann haben wir noch die Raufboldin. Und wir wissen ja, linkes Bein, Schienbeintuner, Kniebeintuner. Keine Rückenaccessoire dabei. Ist auch kein schlechter Skin. Würde ich sogar auch noch spielen, ganz ehrlich gesagt. So, wie gesagt, gerne mich unterstützen mit dem Creator-Code. Gestern haben sich wieder einige eingetragen. Gruß geht daraus. Einfach yt-familyhack täglich eigentlich annehmen. Weil ihr wisst ja, nach 2 Wochen verschwindet der, also nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Shop. Wie gesagt, gebt nicht zu viel Geld aus. Auch wenn ihr mich damit unterstützt. Um Gottes Willen. Aber übertreibt es halt nicht. Denkt dran, es ist immer noch nur ein Spiel. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Euch einen schönen Tag. Bis dann.